Hallo, ich hoffe, es geht euch gut und ihr fühlt euch wohl. Ich sage es euch ja nur ungern, aber wir müssen noch einmal über unsere geliebten Präpositionen sprechen. Diesmal über die kausalen Präpositionen. Keine Sorge, ich mache es kurz und schmerzlos. Kausale Präpositionen. Bei den folgenden Präpositionen lautet die Frage im weitesten Sinne: Warum, wieso, weshalb, aus welchem Grund? Zwecks, zufolge, zu, wegen, vor, von, unter, ungeachtet, unbeschadet, um, über, seitens, nach, mittels, mit, mangels, laut, Kraft, infolge, halber, gemäß, für, durch, dank, bezüglich, betreffs, bei, aus, aufgrund, auf, anlässlich, angesichts, ob, um, willen. Warum müssen das immer so viele sein? Ihr habt meinen tiefen Respekt dafür, dass ihr Deutsch lernt. Es ist eine wirklich schwierige Sprache. Na kommt, üben wir ein paar Sätze. Präposition angesichts. Möchtest du mit mir im Park spazieren gehen? Angesichts der Tatsache, dass es regnet, bleibe ich lieber zu Hause. Möchtest du mit mir im Park spazieren gehen? Angesichts der Tatsache, dass es regnet, bleibe ich lieber zu Hause. Die Tatsache. Präposition um Willen. Weshalb hast du seinem Vorschlag zugestimmt? Ich habe seinem Vorschlag um des lieben Friedens willen zugestimmt. Weshalb hast du seinem Vorschlag zugestimmt? Ich habe seinem Vorschlag um des lieben Friedens willen zugestimmt. Der Frieden. Ich habe die Vase fallen lassen. Sie ist kaputt. Um Himmels willen, das war die teure Vase von Tante Maria. Ich habe die Vase fallen gelassen. Sie ist kaputt. Um Himmels willen, das war die teure Vase von Tante Maria. Der Himmel. Präposition aufgrund. Warum seid ihr heute zu Hause? Aufgrund des starken Gewitters konnten wir nicht in die Berge gehen. Warum seid ihr heute zu Hause? Aufgrund des starken Gewitters konnten wir nicht in die Berge gehen. Das Gewitter. Solltest du heute nicht in der Arbeit sein? Ja, aber ich bin heute aufgrund meiner Erkrankung zu Hause geblieben. Solltest du heute nicht in der Arbeit sein? Ja, aber ich bin heute aufgrund meiner Erkrankung zu Hause geblieben. Präposition mangels. Warum wurde der Angeklagte nicht verurteilt? Der Angeklagte wurde mangels an Beweisen freigesprochen. Warum wurde der Angeklagte nicht verurteilt? Der Angeklagte wurde mangels an Beweisen freigesprochen. Die Beweise, Plural. Präposition bezüglich. Haben Sie meine Anfrage erhalten? Bezüglich Ihrer Anfrage müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine freie Stelle für Sie haben. Haben Sie meine Anfrage erhalten? Bezüglich Ihrer Anfrage müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine freie Stelle für Sie haben. Die Anfrage. Präposition Dank.
Wieso hast du die Prüfung bestanden? Dank seiner raschen Hilfe habe ich die Prüfung bestanden. Wieso hast du die Prüfung bestanden? Dank seiner raschen Hilfe habe ich die Prüfung bestanden. Die Hilfe. Präposition durch. Wieso bist du schon wach? Ich wurde durch den Lärm auf der Straße geweckt. Wieso bist du schon wach? Ich wurde durch den Lärm auf der Straße geweckt. Der Lärm. Präposition vor. Warum tanzt du wie verrückt durch die ganze Wohnung? Ich tanze vor Freude, weil ich einen neuen Job gefunden habe. Warum tanzt du wie verrückt durch die ganze Wohnung? Ich tanze vor Freude, weil ich einen neuen Job gefunden habe. Die Freude. Präposition aus. Weshalb ist er nach Kanada ausgewandert? Er ist aus Liebe zu ihr nach Kanada ausgewandert. Weshalb ist er nach Kanada ausgewandert? Er ist aus Liebe zu ihr nach Kanada ausgewandert. Die Liebe. So, ich werde jetzt aber nicht auswandern, sondern noch ein paar Lektionen für euch vorbereiten. Ihr könnt in der Zwischenzeit vielleicht ein Buch lesen und darin alle Präpositionen markieren. Es ist natürlich unmöglich, alles an einem Tag zu lernen. Und ganz wichtig, lernt nur dann, wenn ihr wirklich Lust dazu habt. Tja, und ich habe jetzt Lust auf einen grünen Tee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.